So, herzlich willkommen zum 30. Let's Play von Ninokuni, Fluch der Weißen Königin. Ja, beim Vorher-Let's Play waren wir hier auf dieser Insel gewesen und diese Monster, naja, sind ziemlich stark. Ja. Da haben wir lieber die Flucht ergriffen, denn in LPs wollen wir keine, ich betone extra, keine Game Over zeigen. Außer bei dem jetzigen Kampf, da werden wir zwar besiegt, aber das gehört zur Handlung. Ja. Eigentlich haben wir spezielle Monster gesucht, aber naja. Und jetzt kommt so ein Sturm und die. Ja. Und das hier, was wir da uns jetzt angreifen. Ja, jetzt beginnt es. Und diesen Kampf verlieren wir, aber das ist Story. Und es ist Land in Sicht. Die Herbstlande, es wird nicht mehr dauern, bis wir den nächsten großen Weisen treffen, oder? Ich fürchte schon, obwohl du es schon weit gebracht hast. Nun komm, zeig mir deine Macht! Wer zur Hölle ist das? Das ist der dunkle Djinn selbst. Tada, der Vollstrecker. Den Kampf verlieren wir leider. Aber das gehört zur Story. Das hier ist kein Game Over. Ja. Sobald er fast runter ist, macht er seine Mega-Attacke. Aber man kann ihn theoretisch hier schon besiegen. Ja, wenn ja, er. Aber dann muss es sehr schnell gehen, man muss ja hart trainiert haben. Aber er macht das schon. Kaum einer, nicht wahr? Ja. Wenn da einmal. Mann, ist das hier fortzig. Ui, sehr effektiv. Gegen wen? Gegen Wichtel. Also, Wichtel. Ach, du meinst den Fedoro? Eine bestimmte Zeit ist das, aber man kriegt den. Ich konnte noch ein bisschen was machen. Und auswechseln. Den Main? Ach, du hast Oliver gewählt. Shockwave! Da siehst du. Knapp die Hälfte und dann greift er uns jetzt so an. Man hat uns gerade angegriffen. Ja. Weil dann schon die Geschichte verändert, wenn wir den jetzt schon besiegen würden. Das ist also das Ausmaß seiner Macht. Das Ausmaß seiner Macht. Wo ist sie? Wo ist Alice? Alice? Den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Es mag dein Schicksal sein, den Untergang dieser Welt zu verhindern. Doch, zuerst wirst du dich selbst retten müssen. Esther. Ja. Das Auge. Wie vom Feind und Feinde 9, die das aussehen. Ja, in den Gebäuden. Das ist auch ein Sturm. Du checkst da Eier am Rücken. Na, ich kann leider nicht hinterher. Ja. Schau auf Berg rein. Ist ja auch so ein Berg. Ich würde mich nicht wundern, wenn das sogar besagte legendäre Bestie ist oder so. Nämlich jede Familie hier, sag ich jetzt mal, hat eine bestimmte Bestie. Was? Wo bin ich, Oliver? Hier ist. Komm, Oliver. Okay. Jeepers! Boah, Mann, können die nicht aufpassen? Nee, können sie nicht. Oliver! Look both ways. In beide Sorry, Richtungen. Ich war woanders. It's all right now. Jetzt ist alles gut. Huh? What's all right now? Ist jetzt big gut. Das große böse Auge. It's ist jetzt weg. Now? The big bad eye? Of course. Das Auge. You have the storm. Das Auge des Sturms. What am I doing here? Ach, ich hier. But Shadar, my friends. Your friends? Deine Freunde? They're already there, Oliver. Die sind schon da. Huh? What do you mean? Wie meinst du das? This way, Oliver. Let me show you the way. Lass dir von hier den Weg zeigen. Aber hey, warte einen Moment. Coach. Weil ich schon lahme Ente. Oliver! Oliver! Esther. Esther? Oliver. Oh, den Himmel sei Dank. Oh, alle sind da? Aber wo ist Pia? Pia? Sie ist nicht hier. Wovon redet der? Hey, gehst du YouTuber? Oho, endlich bist du wieder unter uns.
Mit Ketten? Haha, sieht so aus, als ob es mehr als nur eine Windböe braucht, um dich klein zu kriegen. Na gut, Schluss mit dem sentimentalen Gequatsche. Captain, ist das Schiff seetüchtig? Leider nicht. Der Sturm hat meiner geliebten Seekuh schwer zugesetzt. Selbst wenn alle Mann in Doppelschichten schuften, dauern die Reparaturen mindestens eine Woche. Boah. Was? Aber das ist ja eine Ewigkeit. Mann, wir sind die größten Pechvögel der Welt. Sag sowas nicht. Dass wir überhaupt noch am Leben sind, bedeutet, wir hatten mehr Glück als alle anderen, die jemals im Auge des Sturms begegnet sind. Er hat recht. Wir hatten verdammtes Glück, dass wir überlebt haben. Ich wette, wir haben das nur geschafft, weil Oliver bei uns war. Ja, klar. Ich habe noch gar nichts getan. Meinst du, es war Pia? Ja, es macht keinen Unterschied. Ich konnte Shadar nicht besiegen. Ich konnte Alice nicht retten. Ihr sprecht von Dingen, von denen ich nichts verstehe. Aber reicht es denn nicht, dass ihr wohl auf seid? Hat recht, Oliver. Komm schon, freu dich mit uns. Ich werde es versuchen. Danke. Gut, also Captain. Wie können wir helfen? Hoho, ich schätze deinen Eifer, junge Dame. Aber du musst die Arbeit schon uns Seemännern überlassen. Sieht so aus, als ob wir dann Ferien hätten. Ja, dass uns ein paar Tage Sonnenbaden nicht schaden werden. Typisch! Hä? Hat irgendwer Tröpfchen gesehen? Hast du gesagt? Nein. Meinst du, dass er weggetrieben wurde? Oh nein, ciao! Da ist ja, Tröpfchen. Also, na klar. Da ist der große Großfürst, der Herr Feen. Tröpfchen, bist du in Ordnung? Der ist müde. Was? Was ist los? Meinst du? Mir geht's gut, aber klar doch. Hast du den Kopf angeschlagen, als wir in die Küste gespült wurden? Du benimmst dich echt seltsam. Von was redest du denn, Mann? Ist das Boot repariert? Sag, dass es repariert ist. Komm schon, verziehen wir uns von den Mistfelsen hier. Hast du nicht noch lange nicht fertig? Weißt du doch. Komm, wir müssen uns irgendwie beschäftigen. Sollten wir uns auf der Insel umsehen? Nein, ich meine, warum sollten wir das machen? Ist total langweilig und garantiert verlassen und gefährlich, lebensgefährlich sogar. Ja, von wegen, der weiß genau, wo er ist. Ja, bleiben wir einfach da und genießen den Ausblick. Ah, so schön, ja, schön. Ah, natürlich. Freunde, wir werden bald keine Vorräte mehr haben. Könntet ihr losziehen, um für uns und unsere Schiffskameraden etwas Verpflegung zu suchen? Natürlich, Captain. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Großartig. Kommt schon, alle miteinander. Auf geht's! Nee, Mann, warte, Mann. Das geht nicht, Mann. Hast du nicht gehört? Das ist gefährlich. Da wirst du bei lebendigem Leib gefressen werden. Also, Fee, ich bin nicht sonderlich wild darauf. Aber wir haben kaum eine andere Wahl. Wir müssen halt die Zähne zusammenbeißen. Klar. Ach, verflixt, noch eins. Tja, maul nicht, Tröpfchen. Ja. Das Wirbelhände wütend im Herzen des Sturms hat eine Geschichte im magischen Begleiter freigeschaltet. Der Junge, der Gott werden wollte. Ja, Tröpfchen, du musst jetzt mit. Komm schon, Oliver. Sehen wir uns auf dieser Insel ein bisschen um. Das war also schade. Wir konnten ihn nicht besiegen. Besiegen? Wir hatten nicht die geringste Chance. Wir müssen schon gewaltig zulegen, wenn wir das nächste Mal besser machen wollen. Im Grunde müssten wir einen allgemeinen Angriff starten. Einen allgemeinen Angriff? Ja, diese Angriffsvariante empfiehlt sich, wenn die Gelegenheit günstig ist. Oder wenn du im Kampf in Schwierigkeiten gerätst. Drücke Dreieck, um auf allgemeinen Angriff zu schalten. Und Viereck, um zur allgemeinen Abwehr zu wechseln. Das wird sicher richtig sein. Du hast ja vielleicht doch von irgendwas Ahnung. Natürlich, mein Alter war ein ziemlich strenger Lehrer. Okay, legen wir los. Ich sag dir, Mann, das ist keine gute Idee. Ah, ja, ja. Ja, guck mal, was hier ist. Ein Pieksbube, glaube ich. Dieser Spießer, Patschpatsch und Peinrad.
sprechen. Ja, dann der will auch gleich mit. Der Katrat? Ja. Foxy, Foxy, ist da drinnen. Arsch. Das stört er, ist da irgendwie nicht, wenn sie mit Zirzen macht. Ja. Und drin damit. Na. Das wie eine Flunder. Ja. Das Peinrad. Ja, 50 Gold jetzt hier schon. Katzel, können wir ihn nennen. Also I weg und EL. Ja. Wann gedenkst du Gunther zu entwickeln? Ja, den haben wir auch noch. Erstmal ein Zwergenbart. Und wo ist der Zwerg dazu? Ja. So, also den hier. Ja. So. Und was er braucht. Ich glaube ein Planetentropfen. Den hier. Ne, der will. Nee, nicht Riese. Einen von denen, glaube ich. Okay, wir können ihn doch nicht entwickeln. Wir haben nicht das richtige Item. Wir haben nur die Riesenversion davon. Okay. Ein Versuch war's wert. Ja. Das war ja der Riese. Irgendwas hat da angegriffen. Also, ich weiß nicht, aber ich glaube, es war das Peinrad, was in die reingerasselt, die reingelegelt ist. Ja, ein Rad, was ein Peiniger ist. Solange es nicht Obelis der Peiniger ist. Ah, hier könnten wir dann auch eine Brücke suchen. Verpflegt. Das wird nicht gut ausgehen. Hä? Was? Wenn das mal nicht das kleine Tröpfchen ist. Warst du nicht umgetrieben, ohne dich auch nur einmal bei deiner alten Mutti zu melden? Du bringst mich noch ins Grab. Tröpfchen? Ich glaube, sie redet mit dir. Ganz sicher nicht, Mann. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ach, wie gemein. Warum bist du wieder hier, Töpfchen? Hast du den Menschen gefunden, den du gesucht hast? Irgend so ein Waisenmädel oder so, nicht? Hm. Nein, Mann. Alles klar? Ich habe sie noch nicht gefunden. Nenn mich bloß nicht, Mann. Wärst nicht so faul? Es ist ja schon vor Jahren. Oh, hallo. Wen hast du denn da mitgebracht? Hm? Oh, reden Sie mit mir? Der Kleine hat aber Manier, was? Ach, wie ich aussehe. Ich bin gerade aufgewacht. Mann, warum hast du mir nicht gesagt, dass wir Besuch haben, Tröpfchen? Komm schon, Olli, beweg dich. Du hast eine Karte, oder? Schau mal in die obere rechte Ecke. Ich hab für dich mal, hab's für dich markiert. Da bin ich. Siehst du? Komm und besuch mich, okay? Es tut mir leid, mein Name. Wir müssen weiter. Hopp, hopp, Mann. Hopp, hopp, Mann. Hm. Warum ist jetzt der Stern gekommen? Irgendwie, aber an den von hinten muss man ran. Ja, dann gehen wir erstmal rein hier. Mama Schoß. Ja. Heißt dieser Abschnitt hier. Herrje, ein Dorf. So weit hier draußen? Haha, schau dir das an. So eine kleine lustige Hütte. Soll das ein Oktopus sein oder so? Mhm. Ja. Verdammt, jetzt bin ich dran. Da sind sie auch. Hey, schau dir das an, Mann. Voll die Krone. Was hat schon, Mann? Ich bin verdammt nochmal beschäftigt, Mann. Du? Beschäftigt? Lass ich nicht lachen, Mann. Schau mal, Mann, Menschen. Hä? Wo, Mann? Verdammt, der hat recht. Echte Menschen, Mann. Hab noch nie welche gesehen. Schaut ziemlich komisch aus, oder? Ja, umgekehrt aber auch. Und ich habe immer gedacht, Tröpfchen wäre schon schlimm genug. Schau dir den Haufen an. Sind die auch alle Feen? Verdammt, Mann, das ist doch das verflixte Tröpfchen. Du hast recht, Mann. Tröpfchen, Mann. Was machst du denn wieder hier draußen? Wie läuft's, Jungs? Lang nicht mehr gesehen. Tröpfchen? Warte mal, ist das... Okay, okay.
Ja, das ist es, okay. Wir kommen im Feenforst, Wald des Feenvolks und Land meiner Väter. Naja, eigentlich Mütter, aber... Was? Nie im Leben! Feenforst, Jahrmarkt der Heiterkeit. Ja, trotzdem ist der Einzige, der so aussieht, ja. Aha, also deswegen hast du dich so seltsam benommen. Na gut, Jungs. Bin nur mal kurz vorbeigekommen, um Hallo zu sagen. Das war's jetzt also. Habt ihr Ehre. Bis nächstes Mal. Ja, klar. Die lassen ihn aber nicht weg so schnell. Ja. Niemand! Du kannst dich einfach abbauen. Was ist denn los, Mann? Du bist gerade erst heimgekommen und hast noch nicht mal Mama besucht. Oder? Komm schon, wir bringen dich rüber. Wir waren eh auf dem Weg dahin. Nicht, Jungs? Echt nicht nötig, Jungs. Ehrlich. Lass los, Mann. Hey, hört auf damit. Oh, Holly, Hilfe! Verflixt, Hilfe! Also, deswegen hat er sich so seltsam benommen. Na, fast. Tut mir unser Freund mit der Laternennase ein bisschen leid. Hä? Wie meinst du das? So wie es aussieht, glaube ich, dass es Tröpfchen nicht gerade viel Freude macht, deine Mutter zu besuchen. Hä? Aber warum nicht? Wie auch immer. Wir können ihn nicht in den Fängen einer Bande schlecht erzogenen Feen lassen, oder? Also, ihnen nach. Okay, auf geht's. Ich bin dabei. Ich verpasse nur ungern der Gelegenheit, dem großen Großfürsten der großen Weiler dabei zuzudienen, wie er sich windet. Sei nicht so gemein! Tröpfchen wurde abgeschleppt. Ja. Wer weiß, wo sie den hinbringen. Na, zu Mama. Wir verkaufen so Hummer. Da ist ein Schlupfloch. Können wir gleich mal gucken, ob wir wirklich noch keinen Luftikus hatten. Nee, wir hatten wirklich noch keinen Luftikus. Da ist er näher. Da ist er nämlich. Ja. Da ist nämlich Blitzler. Blitzer. Oder wie, was wir gesagt haben. Ja, mal gucken, was wir hier noch annehmen können. Willkommen beim Auftragsexpress. Hier können bedürftige Hilfsstufe mit ihre Sorge Flügeln wachsen. Monsterjagden. Eine wertvolle Wurzel. Im Hochland südlich des Goldhains, Sommerland, ein Knollkopf ist südlich des Goldhains erschienen. Die Wurzeln dieser Kreatur. Erzählen immer einen guten Preis. Und man kriegt mit 5 Milchschokoladen. Oh, lecker. Gleich mal mitnehmen. Ein Wüstenduell im nördlichen Schimmerland, Sommerland. Eine knochige Bestie fordert Reisende in der Wüste zu Duellen heraus. Ein harter Gegner, aber jemand muss sich seiner annehmen. Und man kriegt ein Schienbeinschild und 200 Gold dafür. Ach, wir können ja auch gleich mal hier die abholen. Wenn wir schon bei dem Feenbuch weiter sind. Belohnung, Prämien einfordern. Ja, wir fangen mal für den Kleinen an, ja. Ein Gift, Kniff, Stein und 600 Gold. Für den miesratenden Piraten, ja. Ja, das Gold lohnt sich. Die 600 Gulden? Zack, und nee, fast Level. Fast, aber mit dem nächsten Auftrag. Oh. Ja. Ein Feuersiegel. Und 600 Gold. Und 5 Stempel. Zack, zack, zack. Und das unruhige Seemonster. Ja. Ein Walzahn. Ich glaube, ist für über Enike geeignet. Der Walzahn. Ja. Wow. Fast voll. Ein mehr, dann hätten wir noch eine Karte. Ja. Belohnung abholen. Ob schon mal gucken, eine. Ob sonst schon möglich ist. Wenn ja, welches? Laufen so springen. Sammelaktion etwas erfolgreicher. Ja, das Schiff können wir verbessern. Beschleunigt dein Schiff beim Segeln über die 7 Meere. Ja, das lohnt sich. So. Sind wir noch einen kleinen Tick schneller unterwegs mit dem Schiff? Ja, können uns die Wasserviecher nicht immer abhauen. Nicht so schnell zumindest. Leute mit Problemen flattern hier. Und hier vorbei und pinnen das Animal. Ja. Und gleich mal gucken, ob wir mal irgendwelche Aufträge haben, die wir annehmen können.
in 7 Jahren. Ja. Gehen wo weiter. Ja, wir haben das mit selben Dachgange. Okay, Ah, da ist doch das schwarze Brett. Ah, hier. Das aber. Ein Reisehändler, Ehepaar in Laguna scheint in einer Diskussion und vertieft sein. Alles klar. Also, so eine Dinger. Ja, das sind Sachen, die man nicht annehmen kann. Das sind ja diese Sprachen mit Quest. Mal gucken, was der Waffentyp noch hat hier. Der Rabenhorst. Der Waffen. Der Feenwaffenhorst. Ey, okay. Ja klar! Haben wir das kostenlos gekriegt, das Ding. Ja. Oh, können wir trotzdem einnehmen. Ja. Für das Schaf. Für das scharfe Schaf. Ui, bei Wichte bringt das. Wer Element Wind ist das? Der Spießer, Übernicker. Und Flaufausel. Der Hammer ist für Gunther. Ja. Das Ding hat 16 und 8 und das Ding hat 26. Nehmen wir den hier. Noch, den, noch einen weiteren Wahlzahn. Ja. So. Zack. Und den anderen haben wir ja noch. 21. Ja. Versicherung? Ja. Auch wenn, wenn das Kätzchen es auftragen konnte. Den Hammer können wir runter aufgeben. Aber erstmal kriegt Überhinnike einen neuen Spießer. Ja. Am besten wir holen zwei für. Ne, jetzt also, wollte so einzeln, damit ich es gleich anlegen kann. Ah ja, stimmt. Aber ich glaube, das ging auch so. Und einen Hammer für Gunther. Dürften, dann sind die. Oh, und der Rochen kann den auch tragen. So. Ja, der Schaf 66. Dafür haben wir ja den Wahlzahn genommen. Ja. Müssen wir nur noch dem anderen das geben. Und vorher gucken wir noch bei Rüstungen. Ja. Katze und Dings kann es tragen. Ah. Erstmal kriegst du dein Schild. Unser Severo. Damit auch für die Qualle, also für die Krake auch gut versorgt. Qualle ist schon richtig. Ist ja so ein quallenartiger Gegner, der uns hier erwartet. Ui, hier kann man 3 holen voll. Hm, für die Katze, für Überjenike und für den Maufhausel, ja. Ja. Und die neue Rüstung hatte. Hier kann die. Hier ist noch einer. Der kann das also auch tragen. Hm? Ach so. So, komplett ausgeschaltet. Und der eine kriegt noch seinen Varus-Spießer. Den Wahlzahn. Das Schaf. Ja, genau. So. Ups, naja. Egal. Hört es sich noch? Weißt du, Mann, hey. Die Stimme ist das. Mr. Drippy, wie er im Englischen heißt. Ich hab auch gesagt, dass ich keinen blassen Schimmer habe, von was du da redest. Was rode mit dir auf deiner Travel-Sheet? Was ist passiert, liebe Frau? Es startet mit einem P. Rhymed mit einem. Hat sich gereimt auf Google? Hippopotamus! Give up, will you? Honest to goodness. Wirst du mal damit aufhören? Ah, no, I remember. Boah, das ist wie riesig der Mund ist. Alicia! That was it! Das war's. Verdammt! Wow! Oh. Die Mama ist wirklich riesig. Ja. Das kann man gut als Bild nutzen. Meine Güte, die ist ja riesig. Also, das ist Tröpfchens Mutter? Nicht nur Tröpfchens. Tja, der erste Eindruck wirklich ist wirklich gewaltig. Das muss man ja lassen. Die waren so nette Männer. Wo ist es denn? Ist sie jetzt? Hast du die irgendwo zurückgelassen oder sowas, Herr Kunz? Wenn ich bloß dran denke, dass du ein Sohn von mir bist. Dann schau dir mal deine Nase an, Mann. Du solltest das Ding hin und wieder mal abstellen, du kleiner Energieverschwender. Das muss dich ja ein Vermögen kosten. Ich werde mir kaum selber eine Rechnung schicken, oder? Verdammt, Mann. Ich hab's doch schon gesagt, wir suchen Alice.
Ich und der Junge, von dem ich dir erzählt habe, hörst mir einfach nicht zu. Oh, ihr sucht also. Das ist aber nett von dir. Ja, und auf einmal hörst du zu. Bist jetzt drauf aus, mich nicht auf die Palme zu bringen oder so. Ehrlich. Oh, das ist hübsch. Was ist denn jetzt los, Mann? Das ist ganz schön abgenommen, Schätzchen. Was hattest du da, Mann? Ich sehe genauso aus wie das letzte Mal, als du mich gesehen hast. Das sagst du jetzt einfach nur so. Tu ich nicht, du warst ganz schön pummelig. Und das war auch kein Wunder, so viel wie du gefressen hast. Feister, Fettwurst habe ich dich immer genannt. Halt die Klappe, Mann! Oh, hallo, wer bist denn du? Du bist Olli. Hast dir Zeit gelassen, oder? Oh, jetzt seid ihr lieben Kleinen, die mit meinem Tröpfchen hier unterwegs sind. Nur wer von euch ist denn Reinherzig, Mann. Rein, R-E-I-N. Ich bin derjenige, der bald drei für die Klasse ist. Ja, als Mutter. Schön, Sie kennenzulernen. Sind Sie die Mutter von Tröpfchen? Das ist richtig, mein Schatz. Und ich bin mir mit ihm gestraft. Oh, ist er nicht süß. Und weil wir gerade dabei sind, du hast Vertraute, oder? Ich habe ein paar Leckereien hier irgendwo. Lass mal sehen. Ah, da sind sie ja. Sonnentropfen. Sternentropfen. Mondtropfen. Planetentropfen, na, das passt ja. Ja. Vielen, vielen Dank. Unsere Vertrauten werden sich sehr freuen. Komm, ja, Vergnügen, Schatz. Oh, und wenn du schon mal da bist, kann ich euch gleich um den Gefallen bitten. Ach ja, um was geht es? Es tut mir leid, dich damit jetzt einfach so zu überrumpeln, aber würdest du dir was ausmachen, mal nach meinem Innereien zu sehen? Was? Da mich noch mehr kannst du einen echt nicht überrumpeln, Mann. Kannst du da einen klugen Kommentar bitte für dich behalten, ja? Und ich dachte, ich hätte dir gesagt, dass du die verdammte Laterne abstellen sollst. Ich kann die verdammt nochmal nicht abschalten. Und es geht mir nicht auch gar nichts an, was ich tue. Ich bin eine erwachsene Fee. Na klar. Kindergarten. Naja. Es lässt sich drüber streiten. Wenn Sie sagen, dass wir nach Ihren Innereien sehen sollen, was heißt das denn genau? Sie meinen, wir sollen da rein und uns umschauen? Hier geht was Komisches vor sich. Etwas, mit dem ich nichts zu tun haben will. Nun ist es so, dass sie kommen nicht raus. Was? Sie kommen nicht raus, die Feelinge. Meine ich. Ich gewinne sie alle. Ich bin immerhin die Mutter aller Feen. Und jetzt sind ein paar drin, die schon vor einer Weile hätten rauskommen sollen. Aber nix da. Kein bisschen. So langsam verzweifle ich. Ich glaube, ich verstehe nicht ganz. Okay. Hör zu, es ist nämlich so, meine Mama hier zieht alle Feenlinge, also Babyfeen, damit du es auch verstehst, in ihrem Bauch groß. Und wenn sie groß genug sind, kloppen sie raus, aber darin ist es so warm und gemütlich, dass die kleinen Schätzchen manchmal nicht rauskommen wollen. Ich habe ja schon so einiges an seltsames Zeug gehört, aber das ist, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß, Schatz. Mir ist echt seltsam, dass sie nicht rauskommen. Er redet mich nicht über die Feenlinge, Mann. Wie auch immer. Die Sache ist, um in die Mami reinzukommen und zu gucken, was los ist, mit den Feenlingen, müsst ihr erstmal was anderes erledigen. Genau, ihr müsst mich zum Lachen bringen. Wie bitte? Der einzige Weg in Mamis Bauch führt durch ihren Mund. Aber er ist so gewaltig, dass sie ihn kaum lange genug offen halten kann. Außer wenn sie lacht. Warum bringst du sie eigentlich zum Lappentröpfchen? Ey, kein Mist, Mann. Ich bin seit Jahren nicht mehr im Geschäft. Ich bin wählerisch, weißt du? Nur neues Material. Und sein Programm hat echt einen Bart. Ja, klar. Also können wir nicht helfen. Na egal, wir wollten sowieso nicht auf dieser Insel hier. Auf diese Insel hier. Dann machen wir uns jetzt einfach vom Acker, oder? Nein, das werden wir nicht. Tröpfchen, wir müssen etwas unternehmen. Da hast du recht. Machen wir echt Sorgen um die Feenlinge.
Hier zurück und schauen uns nach wie Nemum, der die alte Dame zum Kichern bringen kann. Aber wie? Ich verstehe nicht von Humor. Tja, in Form von... Es gibt ein berühmtes Kabarett, wo wir Feen unsere ersten Erfahrungen als Komiker sammeln. Nennt sich Maulschau. Und weil ich ein paar von den Jungs all die es beigebracht habe, was sie wissen, hätten wir uns sicher gern bei unserer lachhaften Aufgabe. Du warst ihr Lehrer? Das muss ich sehen. Wunderbar, auf geht's zur Maulschau. Danke, ihr Schätzchen. Ich zähle auf euch. Treppchen ist zurück. Ach nee. Ja, dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Video so war und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und tschüss. Ciao.